Was würdest du tun, wenn du von einer Gruppe von Verlierern gefangen genommen würdest, die dich dafür bestrafen wollen, dass du sie schikaniert hast? Niemand kommt, um dich zu retten, und sie werden die brutalsten Dinge tun, um dich leiden zu lassen. Ich erkläre dir, welche Fehler du machst, was du tun solltest und wie du die Ausgestoßenen in The Final schlagen kannst. Dieser Schüler wird es für den Rest seines Lebens bereuen, ein Tyrann zu sein. Brad kommt in sein Klassenzimmer und setzt sich hinter den schüchternen Ravi. Er wird gemobbt, als der größere Schüler ihn auf den Kopf schlägt, aber der Lehrer bemerkt das und fordert den Jungen auf, den Platz zu wechseln. Der Junge gehorcht, aber das Mobbing hört nicht auf und sie haben keine Ahnung, dass Ravi ihr Leben zerstören wird. Später an diesem Tag sitzt der schüchterne Junge mit seinen Freunden in der Kantine. Sie sind alle Verlierer, aber sie haben es satt, beschimpft zu werden und schmieden gemeinsam einen Plan, um es ihnen heimzuzahlen. Sie wollen ihre Feinde heimlich zu einer Party in einem Haus tief im Wald einladen, von der niemand weiß, wer sie organisiert hat, bis es zu spät ist. Sie haben die perfekte Falle aufgestellt, um die brutalste Rache zu nehmen, die sie sich vorstellen können, aber dann kracht plötzlich eine Milchtüte auf ihren Tisch. Die Schläger fangen an zu jubeln und der schüchterne Junge geht zu ihnen hinüber, um sie zur Rede zu stellen, aber der Typ steht auf und macht nur einen rassistischen Witz. Ravi geht zurück, um mit seinen Freunden abzuhängen, als der Schüler Curtis plötzlich auf die Gruppe zugeht und sie alle zu einem Videodreh einlädt, an dem er gerade arbeitet. Er ist vielleicht die einzige Person in der Schule, die sie freundlich behandelt, und die Gruppe beschließt, ihn von ihrem Plan auszunehmen. Später gehen sie zu dem Haus im Wald und beginnen mit den Vorbereitungen für die Party. Dane trifft sich mit seinem Freund Jack und erzählt ihm, dass er etwas hat, das ihnen helfen wird, sich zu rächen. Er nimmt ihn mit in einen anderen Raum, wo er eine Kiste voller Waffen öffnet, und sie werden keine Gnade mit den Tyrannen haben. In dieser Nacht haben sich die Schüler versammelt und genießen die Party, aber sie ahnen nicht, dass dieser Ort hier bald zu einer Todesfalle wird. Da versammeln sich die Verlierer auf dem Balkon und stellen fest, dass es ein Problem gibt. Curtis ist auf der Party aufgetaucht, obwohl sie sich darauf geeinigt haben, ihn aus ihrem Racheplan herauszuhalten, aber jetzt ist es zu spät, einen Rückzieher zu machen. Damit setzt die Gruppe ihren Plan in die Tat um. Einer der Freunde gibt dem Mädchen eine mit Gift gefüllte Flasche und leert den Inhalt in die Bowle. Okay, das ist eine Katastrophe, die nur darauf wartet zu passieren. Erstens ist es eine Highschool-Hausparty und niemand hier sieht so aus, als wäre er an Mäßigung interessiert. Und bei einer solchen Gesellschaft sollte man eigentlich erwarten, dass die Bowle mit irgendetwas gespickt ist. Seltsam ist nur, dass niemand darüber nachgedacht hat, warum es überhaupt eine Bowle gibt. Punschschüsseln wie diese sind für Schulbälle oder Feste gedacht, nicht für eine Hausparty mit randalierenden Teenagern, auf der Jello-Shots und Jägermeister serviert werden. Das hätte also ein erstes Zeichen sein sollen, dass hier etwas nicht stimmt. Die Gruppe der Ausgestoßenen hat Glück, dass niemand sie in Frage gestellt hat, aber wenn man es genau betrachtet, war das Ganze trotzdem ein schrecklicher Plan. Im Moment ist es ihr Ziel, alle zu vergiften, damit sie zu krank sind, um sie von ihrer Rache abzuhalten. Das ist keine schlechte Idee, aber das größte Problem dabei ist, dass etwa 16 andere Leute hier sind und nicht alle gleichzeitig trinken werden. Und die erste Person, die sie beschuldigen werden, ist dieses Mädchen hier. Sie war die einzige am Tisch, die Getränke serviert hat, und wenn die Schuld auf sie fällt, wird das Mädchen entlarvt und sie werden erkennen, dass sie nicht hierher gehört. Dann werden alle Verlierer erwischt und aus ihrer eigenen geheimen Party geworfen. Wäre es nicht nur ein Film, würde diese Strategie hier sicher nicht gut für sie ausgehen. Diese Kinder haben in der Schule offensichtlich nicht gut aufgepasst und ihr mangelndes Verständnis davon, wie die Welt funktioniert, wird sie hier in Schwierigkeiten bringen. Zum Glück gibt es einen Weg, wie du in kürzerer Zeit mehr verstehen kannst, und zwar mit dem Sponsor des heutigen Videos, Blinkist. Die Blinkist-App liefert dir die wichtigsten Informationen aus über 5500 Sachbuch-Podcasts in etwa 15 Minuten. Mit Blinkist kannst du die besten Ratschläge und das nützlichste Wissen aus Büchern in einem Bruchteil der Zeit abrufen, die du zum Lesen brauchen würdest. Ich zeige dir hier ein Beispiel für einen Blink, den ich kürzlich gerne gehört habe, über den Stoizismus namens Der tägliche Stoiker von Ryan Holiday. Stoizismus ist eine wichtige Philosophie, die man studieren sollte, denn sie kann einem helfen, schwierige Situationen leichter zu überstehen. Viele der Protagonisten in den Videos, die wir auf diesem Kanal besprochen haben, wären viel besser dran gewesen, wenn sie sich die stoische Philosophie zu eigen gemacht hätten. Mit deinem Abonnement bei Blinkist Premium kannst du den Zugang mit einer Person deiner Wahl teilen,
sodass ihr euren eigenen kleinen Buchclub gründen und über das Gelernte diskutieren könnt. Genau dafür gibt es die Funktion Blinkist Spaces, mit der du dich auf Blinkist organisieren kannst, um Titel hinzuzufügen, zu teilen und zu empfehlen. Im Moment können die Zuschauer dieses Kanals eine kostenlose 7-tägige Testversion und 25% Rabatt auf das Premium-Jahresabonnement von Blinkist erhalten, indem sie den Link in der Beschreibung klicken. Vielen Dank an Blinkist für das Sponsoring dieses Videos. Die klügere Lösung ist es, zuerst alle Fluchtmöglichkeiten auszuschließen, indem du die Türen und Fenster verschließt und die Reifen auf dem Parkplatz aufschlitzt. Dann organisierst du eine Party, bei der alle trinken müssen, wie bei einem Trinkspruch oder Trinkspiel. Damit hätte man den Gruppendruck genutzt, um sicherzustellen, dass alle genug Gift im Körper haben, um den Plan auszuführen. Die anderen Schüler hätten das eigentlich kommen sehen müssen, denn es gab viele Anzeichen dafür, dass dies eine schlechte Nacht werden würde. Ihr erster Fehler war es, eine Party tief im Wald zu besuchen, ohne zu wissen, wer sie eingeladen hat. All diese Schüler scheinen ziemlich eng befreundet zu sein, aber wenn niemand weiß, wessen Party das ist, dann ist es verdammt seltsam, dass es nicht im Gespräch erwähnt wurde, und das sollte uns sagen, dass etwas nicht stimmt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass niemand es verdient, schlecht behandelt zu werden, denn das ist schlichtweg falsch. Aber wenn man jemanden schikanieren müsste, sollte es definitiv nicht dieser Typ sein. Sieh dir sein Notizbuch an. Ravi malt Bilder von sich selbst, auf denen er ein Schwert trägt, das vor Blut trieft. Wenn du derjenige bist, der ihm jeden Tag des Schuljahres das Leben schwer macht, dann ist die Vermutung naheliegend, dass es dein Blut ist, das er malt, und es braucht nicht viel, um ihn aus der Fassung zu bringen. Sie füllen ihre Becher nach. Sie alle trinken den Punsch, ohne zu wissen, dass er mit Gift versetzt ist. Das Gift wirkt und die Menge wird im ganzen Raum ohnmächtig. Ihr Plan geht auf und die Verlierer ziehen sich diese furchterregenden Masken an, bevor sie allen die Schlüssel und Handys klauen. Niemand kann um Hilfe rufen, und als die Opfer in der Mitte des Raumes aufgereiht sind, schaltet der Junge die Stereoanlage an und weckt sie alle auf. Der Tyrann merkt langsam, dass sie alle aneinander gekettet wurden, und der Anführer erklärt ihnen, dass sie bestraft werden sollen. Die Schüler können nicht glauben, was sie da hören, und der Typ macht einen Witz, weil er die Sache nicht ernst nehmen will, aber er hat gerade sein Schicksal besiegelt. Der Anführer erklärt, dass sein Freund ein Bolzenschussgerät hat, mit dem man Vieh tötet, und dass dies die perfekte Gelegenheit ist, um zu zeigen, wie ernst es ihn ist. Der Schüler gerät in Panik, als der als Vogelscheuche verkleidete Junge das Bolzenschussgerät zu ihm bringt und ihm direkt in den Kiefer schießt. Er fällt vor Schmerzen zum Boden und die Vogelscheuche schießt ihm erneut ins Knie. Einer der Rüpel fragt, warum sie bestraft werden, und er sagt ihnen, dass es die Rache für all die Misshandlungen ist, die sie ihnen angetan haben. Das Opfer wird herausgezerrt und in einem anderen Raum zurückgelassen, sodass ein Tyrann weg ist und 5 weitere noch folgen. Der Anführer fragt, ob jemand nach Hause gehen will, und Tommy hebt die Hand. Zur Überraschung aller befreien ihn die Entführer von den Ketten und lassen ihn zur Tür gehen. Sie geben ihm sogar eine Wegbeschreibung zur nächsten Straße, aber es gibt einen Haken. Er wird wie ein Tier gejagt und die anderen sehen zu, wie ihr Freund das Gebäude verlässt. In diesem Moment enthüllt der Anführer Tommys Freundin, dass er sie betrogen hat, und reibt es ihr unter die Nase. Er genießt jede Sekunde, in der jemand anderes schikaniert wird, aber dieser Plan wird nach hinten losgehen. Draußen rennt Tommy um sein Leben, als plötzlich in der Ferne eine Bande von Entführern auftaucht und ihn jagt. Sie wurden geschickt, um ihn zu jagen, und der Rüpel weicht ihrem Gewehrfeuer aus, aber er läuft direkt in eine Bärenfalle und es gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Er kann nur da liegen, während ihm die Jäger auf den Fersen sind, und er wird zurück zum Haus gebracht und mit dem anderen Opfer zurückgelassen. Das sind 2 bestrafte Tyrannen und 4 weitere stehen noch aus. Okay, diese Entführer sind totale Idioten. Sie tragen Masken, um ihre Identität zu schützen, denn wenn die Opfer überleben, wollen sie nicht aufgespürt werden. Das Problem ist, dass der Anführer auf die Frage, warum sie bestraft werden, erklärt, dass dies die Rache für die Misshandlungen ist, die sie ihnen angetan haben. Das grenzt den Kreis der Verdächtigen auf eine bestimmte Gruppe von Menschen ein. Alles, was es braucht, um ihn in der Schule zu finden und ihm das Leben zur Hölle zu machen, sind seine Größe, sein Körperbau und seine Frisur. Mit einem Satz hat dieser Schwachkopf ihnen alle Informationen gegeben, die sie brauchen, um herauszufinden, wer ihre Entführer sind, und das macht das Ganze plötzlich zu einem extrem gefährlichen Szenario. Im Moment haben diese Tyrannen noch eine Gnade, denn solange die Entführer ihre Identität verbergen, bedeutet das, dass sie vielleicht gehen lassen.
Es gäbe keinen Grund, noch Masken zu tragen, wenn ihr Plan wäre, alle zu ermorden. Aber das ändert sich, wenn die Opfer wissen, wer die Kidnapper sind. Das zwingt sie und Mord wird zur einzigen Möglichkeit, das Problem zu lösen. Wenn ich an der Stelle dieser Tyrannen wäre, würde ich versuchen zu betonen, dass wir keine Ahnung haben, wer sie sind und unbedingt für unsere Sünden büßen wollen. Ich würde sogar so weit gehen, einen Komm-zu-Jesus-Moment zu inszenieren und mich als Zeichen der Reue freiwillig foltern zu lassen. Das ist eine so unerwartete Reaktion, dass die Entführer wahrscheinlich gar nicht wissen, was sie tun sollen und sie stattdessen ein anderes Opfer suchen. Ein Fluchtversuch ist das Schlimmste, was sie tun können, denn fast jeder Entführer hat eine Waffe. Deshalb war es die richtige Entscheidung, ihr Angebot anzunehmen und sich als Sportjäger zu betätigen. Wenn wir uns von den Handschellen befreien und die Umgebung verändern, haben wir viel mehr Kontrolle über die ganze Lage und es ist die beste Chance, Hilfe zu finden. Auch wenn sie ATVs und helle Scheinwerfer haben, tragen sie immer noch einen Nachteil mit sich rum, denn wenn du hier hinsiehst, wirst du feststellen, dass keiner von ihnen seine Maske abgenommen hat. Diese Dinger behindern wirklich ihre Sicht und da es mitten in der Nacht ist, sind unsere Chancen zu entkommen hier eigentlich am besten, wenn wir das richtig angehen. Sein erster Fehler war, durch den breitesten Weg aus dem Wald zu laufen. Das macht es ihnen leicht, dich zu verfolgen, weil ihre Fahrzeuge gut hindurchpassen, also wäre es besser, diagonal zu laufen und so nah an den Bäumen wie möglich zu bleiben. Sobald es ein Dickicht gibt, würde ich durch die Bäume gehen und schnell meine Richtung ändern. Es braucht viel mehr Zeit, ihre Fahrzeuge in einer engen Umgebung wie dieser zu lenken und das gibt uns die Chance, ihre Spur zu verlieren. Der nächste Fehler war, auf das Licht zuzulaufen. Der Junge läuft direkt auf die Lichtung zu, weil er dort eher Hilfe finden wird, aber sie können schon sehen, wohin er geht und er wird ihnen niemals entkommen. Das Ziel sollte nicht sein, zu fliehen, sondern sich zu verstecken, denn wenn wir ihre Spur verlieren, werden sie in der falschen Richtung nach uns suchen. Im Hauptraum fordert der Anführer die Gruppe auf, darüber nachzudenken, was sie getan haben könnten, um das zu verdienen. Er ist entsetzt und will wissen, wie sie so grausam sein konnten, aber der Anführer erklärt ihnen, dass das Karma für all die schrecklichen Dinge ist, die sie in der Vergangenheit getan haben, und da schnappt sich der Clown das Fläschchen mit dem Gift und versucht, es dem Jungen in den Hals zu schütten. Als er sich wehrt, sticht ihm der Anführer direkt in die Schulter. Die anderen sind zu verängstigt, um einzugreifen, und der Clown kippt die Flüssigkeit in den Mund des Rüpels. Er beginnt auf dem Boden zu krampfen und die Gruppe kann nur zusehen, wie ihr Freund völlig schlaff wird. Brad fragt, womit sie ihn vergiftet haben und der Anführer verrät, dass sein Freund jetzt völlig gelähmt ist, aber da sie abgelenkt sind, bemerkt niemand, dass Ravi den Schlüssel neben Curtis fallen gelassen hat und er bald der Einzige sein wird, der sie retten kann. Vorne im Raum sitzt das Mädchen auf dem gelähmten Rüpel und rollt ein paar Nadeln aus, die sie der Menge vorführt. Es ist entsetzlich und sie können nicht zusehen, wie das Mädchen noch mehr Nadeln in den Körper des Mannes sticht. Der Mann lebt noch, aber er kann nichts tun, da er mit den anderen Opfern in den Hinterraum geschleppt wird. Die Schüler sind verängstigt, als die Entführer den Raum durchsuchen, um ihr nächstes Opfer auszuwählen, aber Curtis sieht eine Chance und beschließt, dass es Zeit ist, sich zu befreien. Mit dem Schlüssel löst er die Ketten und rennt los, während der Anführer auf ihn schießt. Um seinen Freund zu schützen, wirft der Clown ihn plötzlich zu Boden, aber der Verräter wird schnell überwältigt und festgehalten. Die anderen sind verwirrt, als Ravi erklärt, dass Curtis die einzige Person war, die in der Schule nett zu ihm war. Er wollte ihm das Leben retten, aber das ist das Letzte, was er je tun wird, denn der Anführer stößt ihm ein Messer in die Brust und tötet ihn. Das Mädchen rennt zu ihrem toten Freund und ist schockiert, dass der Anführer einen der Seinen ermordet hat, aber der Mann erklärt, dass Ravi sie verraten hat. Das ist die Konsequenz für seine Taten und jeder, der versucht, ihre Pläne zu verhindern, wird bestraft. Okay, das Ganze eskaliert schnell. Diese Entführer sind nicht nur bereit, ihre Tyrannen zu töten, sondern auch jeden, der sich ihrem Plan in den Weg stellt. So beängstigend das auch klingt, es hat uns einige nützliche Informationen geliefert, denn es zeigt uns, dass sie nicht loyal zueinander sind, sondern loyal zu ihrer Rache. Wenn wir vorsichtig sind, können wir das zu unseren Gunsten nutzen und die Entführer gegeneinander aufbringen. Mit dieser Information als Waffe würde ich ihnen sagen, dass ich all die schrecklichen Dinge beichten will, die ich getan habe. Das würde ihr Interesse wecken und dann würde ich den Banjo-Spieler beschuldigen, dass er gesehen hat, wie Ravi den Schlüssel fallen ließ und nichts dagegen unternommen hat. Wenn du dir seine Position im Raum ansiehst, sitzt er direkt vor Curtis und hätte alles hören und sehen müssen, was passiert ist. Das ist definitiv eine gewagte Taktik, aber es könnte genug Verdacht erregen, damit sie sich gegen sich selbst wenden und das ist genau das, was wir wollen.
Je mehr wir ihnen Angst voreinander machen können, desto weniger gefährlich wird die Sache für uns. Nun, Curtis hier hat es geschafft zu entkommen, aber er hätte ehrlich gesagt auf eine bessere Gelegenheit warten sollen. Es ist wichtig zu erkennen, dass wenn diese Entführer schlau genug waren, 16 Schüler gefangen zu nehmen, dann sollten wir erwarten, dass auch die Fenster und Türen abgeschlossen sind, während alle mit einem Gift betäubt wurden. Wir brauchen mehr Informationen über unsere Umgebung und wenn wir zu den Ausgängen rennen, besteht die Gefahr, dass wir drinnen gefangen sind und das bringt uns nur um. An meiner Stelle würde ich mich zuerst aufschließen und dann den Schlüssel heimlich an die nächste Person weitergeben, um zu sehen, ob er auch ihre Schlösser öffnet. Handschellenschlösser haben eine universelle Form, sodass ein Schlüssel fast alle aufschließen kann. So könnten wir alle befreien und wenn wir alle gleichzeitig zur Tür rennen würden, hätten wir einen Überraschungseffekt. Wenn du wie Curtis hier ganz hinten stehst, würde dir die Menge genug Deckung bieten, um zu entkommen, ohne von einer Kugel getroffen zu werden. Wenn wir herausfinden, dass der Schlüssel nur unsere eigenen Ketten aufschließt, hätte ich gewartet, bis ich einen der Entführer das Haus verlassen sehe, um sicherzugehen, dass die Tür nicht verschlossen war. Es wäre auch viel schlauer zu fliehen, wenn jemand gefoltert wird, weil dann alle Augen auf ihn gerichtet sind und nicht auf dich. Dieser Banjo-Typ hat keine Waffe in der Hand und das Nadelmädchen hier auch nicht. Aber dieser Typ hat nur eine Axt mit begrenzter Reichweite. Das bedeutet, dass wir den Anführer nur ablenken müssen und die beste Gelegenheit ist, wenn jemand bestraft wird. Stattdessen entschied er sich zu fliehen, während buchstäblich nichts passierte, die Entführer untätig waren und darauf warteten, sich ein nächstes Opfer auszusuchen. Das ist mit Abstand die am schlechtesten getimte Fluchtstrategie, die man sich vorstellen kann. Und er hatte Glück, dass er mit dem Leben davon kam. Draußen sprintet Curtis durch den Wald, während die Entführer ihn auf ATVs jagen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn einholen. In diesem Moment sieht er in der Ferne ein Polizeiauto und rennt hin und ruft um Hilfe. Der Polizist steigt aus und hebt seine Waffe, als Curtis dem Mann erzählt, dass in dem Haus am Ende der Straße Menschen getötet werden. Er versteht nicht, was der Junge sagt und wird plötzlich von den Entführern erschossen. Da er keine andere Wahl hat, schnappt sich Curtis die Waffe des Mannes und rennt weg. Zurück im Haus trauert das Mädchen um Ravis Tod, als ihr Freund Jack den Raum betritt und ihr sagt, dass sie ihr nächstes Opfer bestrafen werden. Das Mädchen ist immer noch wütend auf ihren Anführer, weil er Ravi ermordet hat, aber wenn sie etwas sagt, wird sie nur getötet. Sie gehen in den Hauptraum, wo sie das Mädchen an einen Stuhl fesseln und eine seltsame Creme auf ihr Gesicht auftragen. Der Anführer erklärt, dass die Creme säurehaltig ist und ihr Fleisch langsam auflöst. Es ist eine brutale Bestrafung, die sie für das ganze Leben entstellen wird und das sind 4 Opfer, die bestraft wurden und 2 weitere, die noch übrig sind. In diesem Moment flüstert einer der Entführer dem Anführer ins Ohr und erzählt der Gruppe, dass Curtis versucht hat, Hilfe zu holen, aber der Polizist, den er gefunden hat, wurde erschossen. Niemand wird kommen, um sie zu retten, aber Brad hat genug. Er nennt den Anführer einen Feigling, weil er sich hinter einer Maske versteckt und der Entführer beschließt, es persönlich zu nehmen, indem er auf ihn zugeht. Er fordert den Anführer auf, sein Gesicht zu zeigen und als dieser zustimmt, nimmt er die Maske ab und entpuppt sich als sein schlimmstes Opfer. Es ist Dane und die Schüler können nicht glauben, dass er den Mut hat, so etwas Böses zu tun. Da macht der Entführer klar, dass Brad alles verdient, was heute Abend passieren wird. Okay, dieser Typ ist ein Idiot. Wenn du es wagst, die Masken deiner Entführer abzunehmen, ist das ein Todesurteil, denn jetzt, wo wir ihre Gesichter gesehen haben, werden sie niemanden mehr lebend rauslassen. Brad spielt ihn direkt in die Karten, denn die Entführer wollen, dass wir wissen, wer sie sind. Rache ist befriedigender, wenn dein Feind weiß, dass du ihn besiegt hast. Und jetzt, wo sie sich offenbart haben, werden die Strafen nur noch persönlicher werden. Die anderen Opfer im Raum hätten Brad sagen sollen, dass er die Klappe halten und ihn opfern, damit ihnen niemand die Maske abnimmt. Sie wussten, dass dieser Typ der schlimmste Tyrann von allen war. Sobald er also erledigt ist, wird es für alle anderen eine Enttäuschung sein. Dieser Junge ist der Hauptgang und wenn sie ihre süßeste Rache aus dem Weg geräumt haben, werden sie es mit dem Rest der Gruppe vielleicht leichter haben. Curtis hatte das Glück, den örtlichen Sheriff zu finden, aber leider hat er die ganze Lage falsch eingeschätzt. Nachdem der Polizist getötet wurde, schnappte er sich die Waffe und rannte los, ohne zu bemerken, dass hinter ihm das perfekte Fluchtfahrzeug stand. Zuvor saß der Polizist mitten im Wald und rauchte, also ist es mehr als wahrscheinlich, dass seine Schlüssel noch im Zündschloss stecken. Das Logischste, was man hier machen kann, ist, sich die Waffe zu schnappen und in das Auto zu rennen, denn im schlimmsten Fall gibt es keine Schlüssel, aber das Auto bietet etwas Schutz vor den Kugeln.
Im besten Fall befinden sich die Schlüssel im Auto und wir können zurück in die Stadt fahren, während wir über das Polizeifunkgerät Hilfe holen. Diese eine Entscheidung hätte ihre Schreckensnacht beenden können, aber stattdessen rannte er geradewegs in ein offenes Feld und überlebte nur knapp mit der Haut seiner Plot-Armor. Wenn kein Schlüssel im Zündschloss steckt und wir niemanden über das Funkgerät erreichen können, ist es am besten, auf der anderen Seite des Autos auszusteigen. Auf diese Weise gibt es immer noch eine Barriere, die uns schützt, und wir können zur nächsten Baumreihe laufen, um in Deckung zu gehen. Du denkst vielleicht, dass es das Beste ist, auf die Entführer zu schießen, aber das wäre nicht so effektiv, wie du vielleicht denkst. Eine Studie des Dallas Police Department aus dem Jahr 2018 ergab, dass bei über 230 Vorfällen nur 35% der abgegebenen Schüsse den Verdächtigen tatsächlich trafen. Und das sind Polizisten, die ein umfangreiches Waffentraining absolviert haben. Wenn sie nicht einmal ihr Ziel treffen können, dann würde ein Highschool-Schüler, der mitten in der Nacht schießt, nicht einmal die breite Seite einer Scheune treffen. Das Klügste, was man hier tun kann, ist, die nächstgelegene Deckung zu suchen und mit der Waffe um Hilfe zu rufen. Das hier sieht aus wie eine 9mm Pistole, was bedeutet, dass sie einen Schuss mit 162 Dezibel abfeuert, der aus mindestens einer Meile Entfernung gehört werden kann. Das internationale Notsignal ist eine Abfolge von drei Signalen, also drei Pfiffe, drei Blitze eines Spiegels oder in diesem Falle drei Schüsse aus einer Pistole. Wenn jemand in der Nähe ist, weiß er, dass wir keine Hirsche jagen und alarmiert hoffentlich die Behörden, um die Sache zu untersuchen. In der Zwischenzeit findet Curtis ein Haus im Wald, klopft an die Tür und bittet um Hilfe. Da kommt ein alter Mann mit geladenem Gewehr heraus und fordert ihn auf, seine Waffe wegzulegen. Curtis versucht, ihn vor den Mördern zu warnen, aber der Mann hört nicht zu. Stattdessen sagt er ihm, er solle sich umdrehen und schlägt den Jungen nieder. Zurück im Haus beginnt das Mädchen Brad zu trösten, der sie anfleht, ihm nicht weh zu tun. Plötzlich merkt die Rothaarige, dass sie sie kennt und den Entführer beschuldigt, Emily aus ihrer Schule zu sein. Das Mädchen steht auf und nimmt ihre Maske ab, sodass ihr Gesicht im ganzen Raum zu sehen ist. Die anderen Entführer folgen ihrem Beispiel und nehmen ihre Masken ab, sodass ihre Identität für alle sichtbar wird. Der Rotschopf weiß, dass sie sich rächen wollen und entschuldigt sich bei Emily und bittet sie, verschont zu werden. Der Entführer verspricht, sie nicht zu verletzen, wenn er im Gegenzug jeden einzelnen von Brads Fingern abschneidet. Es ist ein gutes Angebot, aber sie kann sich nicht dazu bringen, den Deal anzunehmen, also beschließt Emily, das Angebot stattdessen Brad zu machen und überzeugt ihn davon, ihren Deal anzunehmen. Währenddessen wacht Curtis in einem Stuhl gefesselt in einem dunklen Raum auf. Der Junge fleht den Mann an, die Polizei zu rufen, aber der weigert sich zu glauben, dass der Junge gejagt wird und denkt, er wolle ihn ausrauben. Er versucht, den Jungen einzuschüchtern, indem er ihm erklärt, dass er in Vietnam gekämpft hat und nicht so dumm ist, auf seinen Trick reinzufallen. Curtis kann hier nicht viel tun, aber als er die Medaillen an der Wand sieht, erzählt er dem alten Mann, dass sein Opa auch in Vietnam gedient hat und sein Vater bei Desert Storm dabei war, was das Interesse des Mannes weckt und er beginnt zu begreifen, dass mehr dahinter steckt, als er denkt. Curtis überzeugt den Veteran davon, dass in dem Haus am Ende der Straße Menschen getötet werden und der alte Mann beschließt, der Sache nachzugehen. Okay, Curtis hat sich das nicht so gut überlegt. Als er das Haus fand, rannte er auf die Veranda und hämmerte gegen die Tür, ohne zu merken, dass er die Waffe noch in der Hand hatte. Mit gezogener Waffe vor dem Haus eines Fremden aufzutauchen, ist keine gute Art, jemanden um Hilfe zu bitten, aber es ist noch schlimmer, bedenkst du, dass dieser Junge im ländlichen Texas lebt. 45% der Haushalte in Texas haben eine Waffe, das sind etwa 13,2 Millionen Menschen. Bei solchen Statistiken ist eine Begrüßung wie diese ein sicherer Weg, um erschossen zu werden. Und es ist keine Überraschung, dass der alte Mann ihn als Bedrohung ansah. Seltsam ist nur, dass der Veteran auch nicht die Polizei gerufen hat. Es ist ein wenig lächerlich, denn hätte der Mann wirklich geglaubt, sein Leben sei in Gefahr, gab es keinen Grund, ihn ins Haus zu holen. Er hat den Jungen in seinem Wohnzimmer gefesselt, aber nicht geknebelt und er hat nicht auf die Polizei gewartet, also muss es einen anderen Grund für sein Handeln geben. Curtis war sehr klug darin, seine Umgebung zu beobachten. Er bemerkte, dass der Mann drei Medaillen an der Wand trug und in der US-Armee diente. Wenn der Mann seinem Land auf dieser Ebene gedient hat, hilft uns das zu verstehen, wie er denken könnte. Jedes Detail in diesem Haus kann uns verraten, wer dieser Mann ist, und je mehr Infos wir über ihn haben, desto besser werden wir sein Vertrauen gewinnen können. Schau dir die Gegenstände im Zimmer an. Er hat ein 500-teiliges Puzzle vor dem Sofa und ein riesiges Regal voller Bücher. Das ist nicht das Wohnzimmer eines Mörders, und wenn überhaupt, sind beides Zeichen dafür, dass er hören will, was wir zu sagen haben.
Studien haben gezeigt, dass Menschen, die lesen, viel einfühlsamer und gesetzestreuer sind. Lesen verbessert deine Fähigkeit, die Gedanken und Gefühle anderer zu verstehen, und bei so vielen Büchern gibt es guten Grund zur Annahme, dass er uns helfen will, sobald er glaubt, dass wir die Wahrheit sagen. Was das Mädchen angeht, so hat sie es gründlich vermasselt. Ihr Entführer hat sie vor die Wahl gestellt, sich die Finger abzuschneiden oder die von Brad, und sie hätte den Deal annehmen sollen. Ich sage nicht, dass es einfach wäre, aber es ist viel einfacher, als für den Rest des Lebens mit Stummeln zu leben. Wenn das Mädchen schlau gewesen wäre, hätte sie erkannt, dass dieser Entführer einen interessanten Präzedenzfall geschaffen hat, dass man über Strafen verhandeln kann. Ich würde den Deal annehmen und Brad die Finger abschneiden, aber erklären, dass er für den Rest seines Lebens bemitleidet werden wird, wenn wir alle Finger abschneiden. Die Leute werden sich um ihn kümmern und das wird ihm nicht die Lektion erteilen, die er verdient. Besser ist es, ihm gerade so viele Finger zu lassen, dass er unabhängig bleibt und ihm das Leben zur Hölle macht. Er wird nicht mehr Football spielen können, das Schreiben von SMS dauert ewig und jeder, der ihn sieht, wird ihn für einen Freak halten. Es ist schon verdreht genug, dass diese Entführer überzeugt sein könnten, aber die Wahrheit ist, dass es Brad hier davor bewahrt, alle 10 Finger zu verlieren und nur noch halb so viel arbeiten zu müssen. Zurück auf der Party wurde die Rothaarige auf dem Stuhl festgeschnallt, während der Junge neben ihr kniet und eine Schermaschine in den Händen hält. Keiner von beiden will gefoltert werden, aber der Rüpel hat zu viel Angst vor der Bestrafung und schneidet ihr langsam den Finger ab. Es ist brutal, aber er ist noch nicht fertig, denn der Anführer sagt ihnen, dass noch 9 Finger fehlen. Widerwillig gehorcht Brad und hackt der Rothaarigen den Mittelfinger ab. Da bietet Emily an, sie zu verschonen, wenn sie die gleiche Strafe jemand anderem zufügt, und die Rothaarige willigt ein. Sie tauscht den Platz mit Brad, aber bevor sie anfangen, beschließen die Entführer, die Sache interessant zu machen. Das Licht fängt plötzlich an zu flackern, als die Rothaarige die Schere an die Finger des Tyrannen hält, aber sie bringt es nicht über sich, sie abzuschneiden. Enttäuscht schaltet die Anführerin das Licht an und Emily beschließt, dass dies der einzige Weg ist, um das zu bekommen, was sie wollen. Sie nimmt eine Schale, geht zum Mädchen hinüber und beginnt die säurehaltige Creme auf eine Gesichtshälfte aufzutragen und macht ihr klar, dass das Mädchen 2 Minuten Zeit hat, die Finger des Tyrannen abzuschneiden, sonst wird sich ihr Gesicht auflösen. Die Rothaarige hebt die Schere zu den Fingern des Jungen, kann es aber trotzdem nicht tun. Sie hat ihr letztes Angebot tapfer abgelehnt und muss nun die Konsequenzen tragen, während die Creme ihr Gesicht zu schmelzen beginnt. Draußen im Wald geht der alte Mann hinaus, um das Haus zu untersuchen, als er eine Wache bemerkt, die Schmiere steht. Er nähert sich ihm vorsichtig und das war sein größter Fehler. Der Mann löst einen Stolperdraht aus und ein mit Stacheln versehenes Brett schwingt sich in seine Beine und sticht ihn brutal nieder. Er reißt sich aus der Falle, kann aber nicht mehr laufen und fällt vor Schmerzen zu Boden. Die Wache rennt herbei und zielt mit der Waffe auf seinen Kopf, doch plötzlich bricht er zusammen. Der alte Mann hat auf ihn geschossen und reißt ihm schnell die Maske herunter, sodass das Gesicht eines toten Highschool-Schülers zum Vorschein kommt. Okay, das hätte man viel besser machen können. Der Veteran ging, um die Lage zu untersuchen, weil er erkannte, dass Curtis die Wahrheit sagen könnte. Aber er hat den Jungen nie nach Einzelheiten gefragt. Wenn wir nach draußen gehen, um zu ermitteln, würde ich wissen wollen, wie viele Entführer es gibt, welche Waffen sie haben und ob sie Funkgeräte benutzen, um zu kommunizieren. Ein Veteran mit Orden an der Wand hätte sicher gehen sollen, dass er weiß, worauf er sich einlässt, aber stattdessen ist dieser Mann direkt in die Falle gelaufen. Die Ironie an der Sache ist, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Falle handelt. Diese Stacheln werden Punji-Sticks genannt, die auf viele verschiedene Arten eingesetzt werden, aber im Vietnamkrieg berühmt geworden sind. Wenn dieser Mann in den 60ern war, war er alt genug, um in Vietnam gedient zu haben und müsste sehr erfahren darin sein, diese Art von Fallen zu erkennen. Er hat die Bedrohung eindeutig erkannt, denn er hat den Speer mit einem Dirtbike und einem Gewehr gesehen. Ich bin zwar kein Soldat, aber wenn ich mich im Wald an jemanden heranschleichen würde, wäre ich viel besorgter darüber, wie viel Lärm ich mache, weil ein Tritt auf einen Stock meine Position verraten könnte. Wenn dieser Veteran auf die Schritte geachtet hätte, um leise zu bleiben, hätte er den Stolperdraht gesehen und ihn umgangen. Das größte Problem an der ganzen Sache ist, dass er allein losgezogen ist, obwohl er Curtis hätte mitnehmen können, um auf ihn aufzupassen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich aus den Fesseln befreien wird, und der Mann hat sogar die Pistole auf dem Tisch hinter ihn gelassen. Für einen Veteranen sind das schreckliche Entscheidungen, und ich hätte schon längst die Polizei gerufen, um die Lage in den Griff zu bekommen, damit ich endlich weiter puzzeln kann.
Aber so schlimm das auch war, es ist nicht annähernd so dumm wie dieses Mädchen hier. Sie hatte 2 Chancen, eine Bestrafung zu vermeiden und hat es trotzdem nicht geschafft. Sie versuchten sogar, es ihr leichter zu machen, indem sie das Licht ausschalteten und Musik aufdrehten, damit sie nicht mit ansehen musste, wie jemandem die Finger abgehackt werden. Wäre das Mädchen schlauer gewesen, hätte es erkannt, dass dies eigentlich ein großer Segen ist, denn wenn das Licht aus ist, bedeutet das, dass die Entführer ihre eigene Sichtbarkeit eingeschränkt haben, was uns eine ausgezeichnete Gelegenheit gibt, sie auszunutzen und zu versuchen, die Lage zu kontrollieren. An meiner Stelle würde ich Brad ins Ohr flüstern, so zu tun, als würde ich ihm die Finger abhacken und anfangen zu schreien. Die Kidnapper würden nicht genug sehen können und ich würde den Überraschungseffekt nutzen, um zu fliehen. Hinter ihr befindet sich eine Tür, die zur Küche führt, und es ist anzunehmen, dass es auf dieser Seite des Hauses einen weiteren Ausgang gibt. Wenn Curtis fliehen konnte, wissen wir, dass die Türen nicht verschlossen sind, und da sie bereits im Schatten steht, ist das die perfekte Gelegenheit zu fliehen. Im Haus des alten Mannes kippt der Junge den Stuhl um, bis er auf den Boden kracht. Er befreit sich von dem Seil, geht zum Telefon und ruft sofort die Polizei. Er erzählt, dass er eine bewaffnete Gruppe gesehen hat, die das Haus unten an der Straße überfallen haben. Curtis kann endlich Hilfe holen und rennt zurück, um seine Freunde zu retten. Wieder im Partyhaus. Die Hälfte des Gesichts der Rothaarigen ist von der Creme vernarbt. Damit ist sie das 5. Opfer, das bestraft wurde, und ein weiteres steht noch aus. Brad ist der Nächste, der für seine Sünden bezahlen muss, und der Anführer will ihm die Ehre erweisen, die Sache persönlich zu machen. Das Opfer fleht ihn an, ihm nicht die Finger abzuschneiden, als der Entführer sein Messer zückt, aber er beschließt stattdessen etwas anderes zu tun und verspricht, dass dieser Tyrann nie wieder jemandem etwas antun können wird. Er entschuldigt sich für die jahrelangen Qualen, aber es ist zu spät und der Anführer erklärt, dass er gerade herausgefunden hat, wie er ihn am besten bestrafen kann. Mit einer einzigen Berührung kann er ihm alles nehmen, was ihm Freude bereitet. Plötzlich sticht er ihm das Messer direkt ins Rückenmark, sodass der Tyrann von der Hüfte abwärts gelähmt ist und sich nicht mehr wehren kann. Das sind 6 bestrafte Opfer, aber sie sind noch nicht fertig. Draußen im Wald ruht sich der Junge aus, als jemand den toten Wachmann bemerkt und feststellt, dass er erschossen wurde. Als der Junge sich umschaut, sieht er den alten Mann in der Ferne und geht auf ihn zu, aber als er sich bückt, sticht der alte Mann sofort auf ihn ein. Der Junge bricht zu Boden, als der Veteran ihn erledigt und die Maske abnimmt, um einen weiteren toten Schüler zu finden. Im Haus verkündet Dane, dass die Sonne bald aufgehen wird und alles vorbei ist, aber der als Matrose verkleidete Rüpel fängt an zu widersprechen. Er sagt ihnen, dass das illegal ist und sie alle ins Gefängnis kommen werden, aber Dane ist da anderer Meinung und erklärt, dass er den Matrosen freilassen wollte, aber Taten haben Konsequenzen und da er seine Meinung gesagt hat, wird der Matrose als Nächstes bestraft. Okay, dieser Kerl ist der dümmste Mensch im Raum. Er beschloss, einen Wutanfall zu bekommen, weil sie ungerecht behandelt wurden, aber wenn er sich einen Moment Zeit genommen hätte, um die Lage zu verstehen, hätte er gemerkt, dass die Entführer bereits dabei waren, die Sache abzuschließen. Der Anführer hier war buchstäblich mitten in der Abschlussrede und sagte ihnen, er hoffte, sie hätten ihre Lektion gelernt. Das ist nichts, was er sagt, wenn er kurz davor wäre, alle abzuschlachten. Es ist also ziemlich klar, dass sich etwas geändert hat. Diese Entführer sollten im Raum umherstreifen und nach ihrem nächsten Opfer suchen, um es zu bestrafen, aber stattdessen stehen sie alle in der ersten Reihe. Es ist möglich, dass sie fertig sind, sobald sie sich am König der Tyrannen gerecht haben. Und wenn dieser Idiot seinen Mund gehalten hätte, wäre er vielleicht am Leben geblieben. Jetzt können wir nicht mehr sicher sein, dass sie freilassen wollen, weil alle diese Schüler auf dieselbe Schule gehen. Die Opfer wissen bereits, wer ihre Entführer sind, und wenn sie freigelassen werden, hält sie nichts davon ab, die Polizei zu rufen. Logischerweise besteht eine ebenso große Chance, dass die Sache in einem Massengrab endet, wenn wir nicht richtig handeln. Wenn ich hier gewesen wäre, hätte ich einen Plan für den schlimmsten Fall entwickelt und dafür gesorgt, dass jeder in der Gruppe weiß, was zu tun ist. Bis zu diesem Punkt war das Problem bei der Flucht immer, dass es zu viele Entführer mit Waffen gibt und man sie zu leicht töten könnte. Deshalb können wir sie nur überwältigen, wenn wir sie an einem Ort auf uns aufmerksam machen. Dieser Matrose wäre die perfekte Ablenkung gewesen, denn er konnte alle, die eine Waffe in der Hand hatten, in einen einzigen Bereich locken. Das ist die perfekte Ausgangsposition für einen Hinterhalt, denn einer von ihnen muss seine Waffe ablegen, um uns zu befreien, sodass nur 2 bewaffnete Entführer übrig bleiben. Sobald wir sie unter Kontrolle haben, können wir ihnen die Waffen abnehmen und das unbewaffnete Mädchen hier muss sich ergeben.
Natürlich muss eine Menge passieren, damit das klappt, denn es ist ein großes Risiko, aber wir müssen auch erkennen, dass dies unsere letzte Chance zur Flucht sein könnte. In der Zwischenzeit findet Curtis den Veteranen, der erschöpft von seinen Verletzungen an einem Baum sitzt. Er fragt den Jungen, ob sein Opa wirklich in Vietnam war, und Curtis gesteht, dass er sich das ausgedacht hat, um sein Vertrauen zu gewinnen und dass es eine Lüge brauchte, um den Mann von der Wahrheit zu überzeugen. Curtis nimmt sich die Worte zu Herzen, aber er wird bald herausfinden, dass nicht jeder gerettet werden kann. Im Haus bereiten sich die Entführer darauf vor, den Matrosen die Zunge herauszuschneiden, aber der Anführer bemerkt plötzlich, dass Curtis zurückgekommen ist. Er greift nach seinem Gewehr, aber der Junge richtet die Waffe direkt auf ihn und verlangt, dass sie sich stellen. Dane fordert ihn auf zu verschwinden, sonst werde er es bereuen, aber Curtis gibt nicht nach und feuert einen Warnschuss in die Luft, um alle gehen zu lassen. Dane ignoriert ihn und befiehlt seinen Freunden, dem Matrosen die Zunge abzuschneiden, aber Curtis erschießt den Offizier. Der Junge geht zu Curtis hinüber, zielt auf ihn und will ihn erledigen, aber bevor er seine Waffe abfeuern kann, wird er von jemandem erschossen. Das Mädchen hat ihn verraten und verkündet der Gruppe, dass sie mit diesem Racheplan fertig ist, dass in ihrem Freundeskreis kaum noch jemand übrig ist und dass die beiden verbliebenen Entführer nicht weitermachen können. Der Junge beschließt, der Sache ein Ende zu setzen, hält ihr die Waffe an den Kopf und drückt ab. Am Ende sind nur noch die anderen Schüler übrig und die bestraften Opfer werden von der Polizei gerettet. Die Überlebenden versuchen, so gut es geht, mit ihrem Leben weiterzumachen. Und auch wenn sie traumatisiert sind, haben sie zumindest eine wertvolle Lektion gelernt. Trinke niemals aus der Bowle. Aber was denkst du? Wie würdest du in The Final gewinnen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere uns gern hier bei Wie besiegt man für weitere Videos dieser Art. Bis zum nächsten Mal und hab doch einen verdammt guten Tag.